Hallöchen, willkommen hier zurück zum Minecraft-Stadtbauprojekt, wieder zusammen mit Erik. Guten Tag. Und wir bauen heute wieder eine neue Brücke, beziehungsweise zwei neue Brücken. Und weil ich zum Brückenbaumeister ernannt wurde, weil meine letzte Brücke gar nicht so schlecht geworden ist. So, Erik hat nämlich ein paar Schienen gebaut und genau, die müssen wir jetzt mit Brücken anbinden. Ich glaube, das ist gerade so, wie ich das jetzt angefangen habe, blöd. Ist nur ein Gerücht, aber ich glaube, das Gerücht ist wahr. So, ich habe schon mal gut angefangen. Denn ich vermute mal, ich werde erst ab hier jetzt mit dem Baumstamm anfangen, weil ansonsten sieht das doof aus. Hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Ich mache wieder jeden dritten vielleicht so. Ich lasse erstmal jeden dritten frei. Baust du jetzt in der Zeit weitere Schienen oder was machst du jetzt? Ja, ich baue Schienen, aber erstmal gucke ich doch noch mal Schienen kurz ein frei. bisschen beim Brückenbauen zu. Drei. Hier mich wieder freigelassen werden, damit hier dann vielleicht eventuell. Ich habe es aber das letzte Mal ein bisschen anders gemacht. Weil ich das letzte Mal dann erstmal abgemessen habe und wenn ich jetzt hier volle Kanone reinscheiß, wenn das mit den Dreierabständen nicht klappt, weil das dann eben unsymmetrisch wird und hässlich aussieht, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann weinst du. Ja, dann muss ich halt auf Viererabstand gehen. Oder so. Muss ich halt mal gucken, wie das jetzt wird. Weil ich glaube, das letzte Mal hat das halt ganz genau gepasst gehabt. Ohne dass ich irgendwas angleichen möchte. Und deshalb war das eigentlich ganz cool. Hier könnte ich ja vielleicht sogar dann so machen, dass ich hier dann den finalen Baumstamm setze. So. Und hier dann einfach nochmal hier die zwei mache ich mit Cobblestone. So. So, und dann müsste noch einer Cobblestone und dann geht das hier in Dinge nicht über. So. Obwohl das, glaube ich, da müsste hier vorne vielleicht doch nochmal zumindest auf der Seite so gemacht werden. Und dann würde das wieder genau mit den Dreier-Dingern passen eigentlich. So wie es aussieht. Naja, hier brauche ich mir erstmal auch keine Gedanken machen. Jetzt ziehe ich einfach die Reihe gerade so weg. Hier rüber. Hier, das Ding ist nicht mit Dingen nicht angespunden, mit Redstone. Ist. Die vorderste Schiene hier. Moment, wo bist du hin? Stimmt. Dann mach mal halt eine normale Schiene draus. So würde ich dich machen. Erstmal. Mal sehen, ob es dann am Ende nach irgendwas aussieht. Ich denke aber ehrlich gesagt schon, weil die letzte Brücke war ja dann doch nicht so hässlich geworden. Da gehe ich mal davon aus, ist ja der gleiche Brückenbaustil. Was eigentlich auch ganz gut ist, weil wenn jede Brücke anders aussieht, ist halt dann auch irgendwie komisch fürs Stadtbild. Und bis dato ja eigentlich sogar jede Brücke ein bisschen anders aus. Ich glaube hier, ne? 1, 2, 3. Ja, genau. So. So. Erik ist jetzt übrigens gezwungenermaßen zu meinem Instagram-Fotografen, die letzten Male immer mal gezwungen wurden. Das ist unfassbar wichtig zu erwähnen. Aber Vielen Dank.
Ich so. Und Und dann darf ich, ich kriege einfach die Kamera in der Hand gedrückt und muss Fotos machen. ja, So eine klar. Schweinerei. Wirklich, ja, da bin ich gezwungen, normal bin ich zum Instagram-Fotografen geworden. So. Dann müssen wir aber demnächst mal über Gehalt verhandeln. Das ist ein Gerücht. Du hast dafür die Gastrolle in meinem Let's Play. Super. Halt, habe ich mich gerade verbaut. Ne, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, hier, ich habe mich, glaube ich, verbaut, aber ich war nicht so. Ich bin nicht so begeistert von deiner Gastrolle. Naja, ich habe mich ja selber eingeladen. Naja, ne, und so, aber. Ich hab dich einladen lassen. Ich muss gerade schwer denken. Ich bin irgendwie mit meiner Schiene so ungünstig rausgekommen, dass ich jetzt eigentlich eine Sprungschanze bauen müsste. Ich hab gerade auch mich ein bisschen verbaut. Also nicht direkt verbaut, sondern nur hier indirekt verbaut. Und zwar habe ich gerade einen Klotz so im Wasser hingesetzt, dass ich da nicht mehr raufkomme. Das bedeutet, ich müsste den Klotz abbauen, und weil das im Wasser so lange dauert, mache ich das jetzt anders, nämlich von oben. Wenn ich mich ja ausfressen kann, sonst regeneriere ich gerade kein Leben mehr. Dann sterbe ich irgendwann. So. Ja, genau, jetzt komme ich hier, aber perfekt. So, okay, die erste Brücke ist weitestgehend fertig. Als Brückenbauen dauert gar nicht so lange immer. Dieses. Weil ich das erst einmal ja gedacht hatte, das wird eine absolute Katastrophe. Aber so lange und aufwendig ist es gar nicht. Ich sag doch, du bist Brückenbauprofi, staatlich anerkannter. So, ganz viele Mauern hinbauen. Auf der anderen Seite auch noch mal ein paar Mauern. Ich baue die Brücken wieder so, oder die Brücke wieder so, dass die hier ein bisschen in den Berg übergeht wie die letzte, ne? Also, Ja, ne? Habe ich ja bei der letzten auch so gemacht, so dass die vorne eben dann irgendwann mal so ein bisschen abschließt mit dem Berg. Ja, die ist weitestgehend oder sogar komplett fertig eigentlich. Beleuchtung habe ich ja bei der vorherigen auch nicht gemacht. Und ja. Dadurch, es dass ist ich eine keine Fußgänger. Eisenbahnbrücke. Warum solltest du die beleuchten? Keine Ahnung. Dadurch, dass ich keine Fußgängerbrücke ist, brauche ich ja keine Treppen reinbauen oder irgendwas ähnliches. Also bin ich fertig. Wo war die nächste Brücke? Beim Friedhof. Da vorne irgendwo. Hier habe ich es geschafft, dass ich dahin latsche, ohne hinzufliegen. Da habe ich mich da zwischendurch verlatscht. Aber es sieht gut aus. Es Du sieht sehr, passt sehr doch rein. gut aus. Aber hat mir gerade beide Beine gebrochen, aber ich komme an. Du brauchst doch theoretisch bloß der Bahnstrecke nachlaufen. Naja, ich habe es gewusst. Wollen wir da die Schiene an der Stelle auf Cobblestone lassen? Da wollen wir die Schiene auch auf Sandstein setzen. Das denke ich, ist eigentlich egal, weil das hier jetzt aus der Wüste rausführt. Ja, ich habe halt anderen Stein genommen, weil Weil ich aus der wir Wüste nicht mal in der rausführt. Wüste sind. Ja.